Wow, was ein ästhetisches Video. Geile Aufnahme, Bro. Du hast den Vibe getroffen. Damit ein herzliches Moin Moin zu einem neuen Video. Entschuldigt mich im Vorhinein, ich bin aktuell ein bisschen krank. Das Video entsteht hier einfach im Bett. Eigentlich habe ich keinen Bock, aber komm, weil ihr es seid. Macht euch schon mal ready, heute wieder eine dicke Ladung an Gehirnzellen zu verlieren. Mitarbeiter bei Online-Minigolf abschießen. Nie im Leben funktioniert das, oder? Oha, oha, der lädt die Power voll auf. Ach du Scheiße. Er hat das Ding voll in die Klöten bekommen. Der Arme hatte heute seinen ersten Praktikumstag und wird direkt so gef***t. Wie kommt man eigentlich zu so einem Job? Das frage ich mich wirklich. Andere Leute wollen so Ärzte werden und er dachte einfach, ach komm, ja, nee, ich werde einfach mal Online-Minigolf-Aufsichter. Ja, das ist mein Traumberuf. Ja, ne, solange es Spaß macht. Aber der Bre hat danach safe gekündigt. Kein Bock mehr auf den Müll. Da bleibe ich lieber arbeitslos. Das ist wirklich ein sinnloser Job. Das ist, glaube ich, noch langweiliger als Fahrkartenkontrolleur. Apropos Fahrkartenkontrolleur. Der Bre hier zeigt uns jetzt die perfekte Taktik, um der Ticketkontrolle zu entkommen. Da kommt die Fahrkontrolleurin. Oh oh. Einmal die Fahrkarten, bitte. Ist das gottlos, Mann. Ey, die Arme, Mann. Was ist das für eine Taktik? Die funktioniert doch niemals. Der wurde danach safe von so zwei Ochsen-Securities geschnappt und mit aufs Revier genommen und musste dicke Strafe blechen. Plus extra Kosten, weil er so dreist war und sie verarschen wollte. Die Fahrkarten, bitte. Ding. Junge, ist das gut. Die Frau tut mir auch wieder leid. Die will einfach nur einen Job machen. Ich werde komplett überfordert, wenn so jemand vor mir steht. Okay, ich glaube, ich habe den peinlichsten Clip der Welt gefunden. Diese Frau ist sowas wie eine vegetarische Aktivistin. Also sie ist full gegen Fleisch, okay? Und sie will das jetzt auch jeden wissen lassen. Hey, schaut mich an, ich esse kein Fleisch. Ich bin so viel besser als ihr alle. Oh naja, jetzt geht sie zu einem Fleischer, will das Fleisch aus der Theke nehmen und es auf den Boden schmeißen, so, um mäßig den Mittelfinger an die Szene zu zeigen. Oh Gott, das ist so unglaublich peinlich und unangenehm zu schauen. Guckt nochmal bitte genau hin. Sie nimmt das Fleisch mit der Schüssel und wirft zuerst das Fleisch hoch, dann die Schüssel auf den Boden und das Fleisch landet perfekt wieder in der Schüssel und nichts ist passiert. Oh mein Gott. Ich glaube, sie checkt auch direkt, dass sie mit einer der goofigsten Aktionen dieses Jahr gemacht hat. Deswegen geht sie danach auch direkt weg. Das ist wirklich der Walk of Shame. Guck mal, wie peinlich. Ich muss das nochmal sehen. Es ist einfach zu gut, wenn sich diese Leute selber auseinandernehmen. Tja, Scheiße, ist das gut. Ich gönne ihr das so sehr. Der Bruder da hinten dachte sich auch nur so. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no, man. Herzlichen Glückwunsch. Das gibt offiziell den Loser des Jahres Award für dich. Ich bekomme gestern eine Nachricht auf Instagram mit einem Video und er schreibt dazu einfach die Wahrheit, Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke mir nur so, okay, was erwartet mich jetzt? Damn, endlich mal jemand, der mir vielleicht was Sinnvolles schickt. Etwas mit Wert, etwas mit Bildung, etwas mit Informationen. Ja, Mann, ich verstehe auf jeden Fall, was du mir sagen willst. Korrekt. Danke, Bro. Korrekt, Mann. Ist wirklich die Wahrheit. Lösch dich. Diese Jungs hier haben sich einen automatischen Chicken-Dreher geholt, der das Hühnchen von alleine über dem Feuer dreht. Wow. Arbeite smart und nicht hart. Mal schauen, wie das Hühnchen so am Ende aussieht, wenn man es schön anbraten lässt, von allen Seiten gleichmäßig. Yo, what the f***? Geile Maschine habt ihr euch da gebaut. Ist ja mal mega. Perfekt zubereitet. Wo ist eigentlich das Hühnchen hingeflogen am Ende?
Ciao, ciao. Der eine Freund, der ein Biss nur will. Oder was ist das für ein Deutsch? Ich hasse diese Leute. Wirklich, kauf dir dein eigenes Essen. Wieso musst du mich so auseinandernehmen? Der Arme hat sich extra diesen Pfannkuchen und ja, spart euch jetzt dieses es heißt Berliner, es heißt Krapfen, bla bla bla. Ich nenne die Dinger Pfannkuchen, okay? Ob es euch passt oder nicht. Der Arme hier hat sich extra diesen Pfannkuchen aufgespart, um ihn schön zu snacken in der Nacht. Und dann kommt er. Ekelhaft, wirklich. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Damn, y'all, this is the fastest... Hallo, was übertreibt der so? Fastest sandwich maker I know. Der tut so, als wäre das sein Business und er muss 24/7 hustlen, damit er Millionär wird. Nein, chill, Mann. Du bist dort nur angestellt und bekommst Mindestlohn. Wozu die Anstrengung? Für wen machst du das? Für was machst du das? Der Laden gibt dir am Ende für die Mühe nur einen 5-Euro-Gutschein, den du dort sogar noch einlösen musst. Nimm dir ein Beispiel an den anderen dort. Die machen auch nur wirklich das Mindeste. Und by the way, das Mindeste machen. Ihr solltet auch nur das Mindeste machen. Und das Mindeste ist einfach mal zu abonnieren. Über 70%. Die Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Oh Gott, ich würde mir ein bisschen peinlich vorkommen, wenn ich die Videos schaue, aber noch nicht Abonnent bin. Deswegen drückt einfach auf diesen Knopf. Seid ihr faul oder was? Okay, ich glaube, dieses Mädchen ist der Beweis dafür, dass man eine schlechte Verbindung in Real Life haben kann. Digga, was war das denn? Wie hat sie denn reingegangen? Sie hat ja nicht mal einen gefangen oder irgendwie fast gefangen. Und was sollte das? Was ist das für eine Reaktion? What the f***? Ich habe noch nie eine Person gesehen, die bei irgendeiner Challenge so hart verkackt hat wie sie. Alright. Chill. Okay, wir sehen, sie hat Geburtstag, wie es aussieht, und bekommt eine süße, schicke Torte. Was ist passiert? Was haben die mit dir angestellt? Wozu? Okay, den Kopf in die Torte hauen ist schon ehrenlos. Aber das macht man ja manchmal, ne? Ist ein klassischer Gag. Aber was ist danach passiert? Die Arme hat ihren halben Kühlschrank über den Kopf ausgeleert bekommen. Die wurde selber zu einer Backmischung. Sowas ist echt ehrenlos. Auch noch an ihren Geburtstag. Ich hätte danach gar keinen Bock mehr weiterzufeiern, wenn ich so aussehe. Das erinnert mich an diesen kleinen Butchi, der auch Geburtstag hatte. Yeah. Oh. Ihm geht's natürlich gut. Der hat jetzt auch Trauma von Geburtstagstorten. Nie wieder feiert er danach noch seinen Geburtstag. Ab jetzt immer Paranoia, wenn so ein Ding vor ihm steht. POV, du hast gottlos verschlafen und dein Körper kommt gar nicht damit klar. Ja, was geht mit meinem Auge? Yo, er hat Gott sein Auge gefixt. Das hat noch ein bisschen nachgezogen. Das war noch nicht richtig angeschalten. Der Strom war noch nicht da. Ich bin auf dieses Video gestoßen, wo Playboi Carti im Studio war und einen Song recorded hat. Und ich sag euch ehrlich, wäre ich der Producer daneben, ich hätte Angst. Bro, der F*** geht da ab. Der Bre ist besessen. Wie kann der Typ daneben noch klar denken? Ich hätte übelste Paranoia und Angstzustände, dass Carti mich jeden Moment angreift und so beißen will. Yo, geiler Track, Mann. Geil. Das werde ich mir safe pumpen. Wann kommt der raus? Meine Lieblingsline war die hier. Damn, ja, Mann, das geht unter die Haut. Das ist Real Talk. Facts, Bro, Facts. Die Jungs hier haben dieses Schild draußen an einem Restaurant gesehen. Kinder essen for free. Und natürlich muss man sowas auch ausnutzen. Do kids eat free here? Yeah, they do. Just for us. Is that fine with you? Oh nein. Das sieht nicht aus wie ein Kind. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Hey. Thank you.
for the baby, just the chicken tenders are fine. Als ob das funktioniert. Der Typ steht wirklich paar Zentimeter daneben und checkt es nicht, weil er nicht in den Kinderwagen reinschaut. Zum Glück ist das ein Mann. Wäre das eine Kellnerin, sie hätte als safe mal so reingeschaut, so mäßig. Oh, süß, ein kleines Baby. Lass mich mal reinschauen. Zeig mal das süße Ding. Und dann sieht sie ihn. Oh my god, it actually worked. Es hat wirklich funktioniert, das ist ja unglaublich. Ich muss das safe mit meinen Homies ausprobieren. Obwohl, wenn wir das probieren in Deutschland, landen wir safe im Knast. Hey, schaut mal, was ein niedlicher Hund. Oha, alles klar, gut. Jetzt darf man nicht mal mehr kleine süße Hunde streicheln. Ey, was hat der gemacht? Der hat seit 2 Wochen nichts mehr gegessen. Der dachte sich direkt, oh, lecker, eine menschliche Hand. Das ist ja ein richtig putziger kleiner Kerl, Mann. Ach, süß. Der will bestimmt nur spielen mit der Hand, ne? Wer auch immer ihn gestreichelt hat. Ich hoffe, es war die linke, die du verloren hast, weil ansonsten, Bro, war es das für dich. Wie schon angekündigt im letzten Video, war ich gestern beim Friseur und schaut mal, was ich mir für einen neuen Schnitt verpassen lassen habe. Hey, hey, Bruder, mach mal Seiten auf Sirene. Ich stell mir gerade so vor, wenn ich am Wochenende völlig benebelt auf 1-2 Bubats durch die Stadt laufe und auf einmal sehe ich den Typen auf der anderen Straßenseite. Ich krieg eine völlige Psychose, Bro, und Panikattacke. Also das ist mit Abstand die geilste Frisur, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wie hat der es geschafft, dass sein verfickter Kopf leuchtet? Das ist wirklich krass, Mann. Wozu braucht die Polizei noch solche Sirenen und coole Autos, wenn man einfach ihn hier im Team haben kann? Breaking up couples on Valentine's Day. What the fuck? Someone help me. Rachel! Rachel! Ah. Ey, stopp mal. Was? Warum habt ihr das mit dem gemacht? Der hat doch nichts getan, außer den Valentinstag zu genießen mit seiner Freundin. Wer kennt es nicht, diesen Moment, wenn einfach so 5 fremde Jungs auf dich stürmen und dir einfach die Haare abrasieren? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Bro, das ist absolut gottlos. Wieso macht ihr das? Was hat der Typ euch getan? Also, ich frage mich immer noch, was der Sinn dahinter war und was die damit bezwecken wollten. Also, wieso? Wenn das echt ist, kann man das halt wirklich anzeigen. Das ist wirklich Körperverletzung. Das ist krimineller Sch**. Und mit kriminellen Sch**. Haben wir nichts zu tun. No drone, no problem. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn man sich keine Drohne für 3000 Euro leisten kann, dann nimmt man einfach so einen Cup und klebt seine GoPro mit Panzertape dran. Und dann, was macht man dann damit? Wirft man die etwa hoch? Volltreffer! Ich dachte, du wolltest das Ding als Drohne benutzen und nicht als Football. Ja, nee, aber richtig geile Aufnahmen sind das geworden. Eine Drohne hätte das niemals hinbekommen. Und als kleinen Vergleich dahinter haben sie noch eine Aufnahme gepackt, wie es aussieht mit einer richtigen Drohne. Ja, super, klasse. Erst hast du das Gehirn und die Erinnerungen von deinem Homie komplett zerstört und gelöscht. Und jetzt hast du danach auch noch eine richtige Drohne komplett zerstört. Chilliger Urlaub. Nur 5000 Euro verloren. Und der Typ hat halt sein Gedächtnis verloren. Na und? Juckt. What was bro thinking? Bruh. Man, what the f*** hast du da versucht? Der hat sich einfach vor der gesamten Schule blamiert. Was ist das? Das ist ein Unfall. Das hat so wenig mit Sport zu tun, die sollten einfach diese Turnhalle abreißen und irgendwas anderes dahinstellen. Zum Beispiel einen Dönerladen oder so. Oder eine Bücherei. Damit die Schüler schon mal wissen, zwischen welchen 2 Wegen sie sich entscheiden müssen. Entweder schlau und gebildet oder Dönermann. Oder halt in diesem Laden. Could a mentally stable person do this? Oh mein Gott. Alle, die in ihrem Leben mal bei McDonald's gearbeitet haben, haben gerade die absoluten Flashbacks bekommen. Das ist der Soundtrack, den ich mir in meine Sex-Playlist packen muss. Stell dir vor, du holst so ein Mädel zu dir nach Hause, so, du machst die Playlist an, es kommen 1-2 nice Lieder und dann kommt dieser Track zwischendurch.
Kommt richtig romantisch, vertraut mir. Und naja, wenn man nicht Döner- oder McDonalds-Mitarbeiter wird, dann wird man halt Bauarbeiter und landet dann in diesem Job hier. Oha, das ist eine riesige Marmorplatte, handangefertigt. Ey, das ist richtig krass. Das Stück alleine kostet schon locker 10.000 Euro. Wie heftig ist das denn? Super, jeder weiß auch schon direkt, wir haben es gef***. Das war's mit unserem Beruf, Jungs. Wir sind raus ab morgen. Auf alles. Ja, ihr müsst es. Guck mal, der Arme da, der hält immer noch fest. Der denkt, er kann noch irgendwas retten. Der denkt noch, irgendwie gibt es eine Chance. Vielleicht kann er am Ende gut dastehen bei dem Chef, so sagen, hey Chef, ich habe noch mein Bestes gegeben am Ende. Das bringt jetzt auch nichts mehr, Bro. Die Marmorplatte ist im Arsch. Oh, das ist wirklich, wirklich schlimm, ne? Sneaking Hot Dogs into people's pockets. Ey, die Pranks werden immer krasser. Erst das mit den Haaren abschneiden und jetzt einfach ein Hotdog in eine fremde Tasche legen. Brutaler geht's nicht. Excuse me, bro. Can you help me out the quick video real quick? If you could give advice to the, if you give advice to the world, what would you say? It's a hot dog? I don't know where that came from. In your pocket? Yeah. You usually eat those? No. Der versteht die Welt nicht mehr, Mann. Der greift einfach in die Tasche und hat so einen Hotdog in der Hand. Ich würde da gar nicht drauf klarkommen, wenn mir das passieren würde. Ich glaube wirklich, in so einem Moment würde ich einfach in den Himmel schauen und fragen, was Gott mir gerade für ein Zeichen geben will. You usually eat those? No. Can I see it? Yeah. Oder was muss der sich denken, Mann? Für den ist das doch gerade eine absolute Simulation. Der überlegt gerade dreimal, ob er gerade wach ist oder ob er träumt. Pretty good. Where'd you get that from? I'm, it was just in my pocket. In your pocket? Yeah. You usually carry that around? No. Sure you don't want a bite? Rate out of 10. 8. Hä? Okay, jetzt bin ich der, der sich hier fragt, ob ich gerade in einer Simulation lebe. Weil das kann nicht sein. Also zu meiner Verständnis. Er wird von irgendeinem Typen interviewt, greift währenddessen in seine Tasche, bemerkt einen Hotdog, gibt den Hotdog dem fremden Typen. Der fremde Typ beißt an dem Hotdog, gibt ihn dann zu ihm. Und er beißt jetzt auch an dem Hotdog, den er gerade vor 2 Sekunden in seiner Tasche gefunden hat. What the fuck? Ich muss echt ein cleaneres Leben führen ab heute. Irgendwas stimmt hier nicht. Hamburg-Bielstedt! Lach-Smiley. Okay, Hamburg-Bielstedt. Also ich habe schon viel davon gehört und das soll wirklich ein richtig abgefuckter Ort sein. Das ist sowas wie das neue Duisburg. Tschüss. Ich sag doch, wie Duisburg. Dort gibt es auch nur dumme Leute. Bro, siehst du nicht das Auto vor dir? Kannst du nicht links oder rechts da vorbeifahren? Siehst du nicht das Auto vor dir? Genau, wo die Pollen gekommen sind. Ah, perfekt. Die Polizei ist auch schon da. Gut. Hat sich das ja schnell geklärt. Oh mein Gott. Genau, wo die Pollen gekommen sind. Er ist behindert geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er fährt sogar in die Pollen rein. Ey, was macht der da? Okay, 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 gut. Also er will doch nicht dran vorbeifahren, sondern will einfach das Auto schrotten. Okay, krass. Oh mein Gott, er fährt sogar in den Boden rein. Was für ein Clown. Ich verstehe solche Menschen nicht, wirklich. Wie kann man denn so sein Leben reinschießen? Also es gibt doch 1000 coolere Dinge, die man tun kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, Bro. Geh ins Fitnessstudio, mach was mit deinen Freunden oder sei einfach zu Hause, geh niemanden auf den Sack, versuch ins Leben reinzugrinden. Bro, keine Ahnung, finde den Sinn im Leben. Aber was bringt einen normal tickenden Menschen dazu, einfach so oft gegen ein Auto zu fahren und dann sich so lächerlich zu ergeben? Ja, krass, Bro, krass. Also bei manchen Menschen heutzutage zweifle ich wirklich an, dass die ein Gehirn haben. Genauso wie bei dieser Frau im nächsten Clip, wenn ich nicht den Platz am Fenster bekomme im Flugzeug. Hallo, die Dame, komm doch runter. Was macht die denn? Was ist denn jetzt ihre Mission?
Das ist wieder so ein klassischer Karen-Moment. Wer weiß, was hier passiert ist. Wahrscheinlich stimmt das sogar noch, dass sie einfach nur nicht ihren Fensterplatz im Flugzeug bekommen hat und deswegen rastet die jetzt komplett aus. Das ist schon wieder so ein Waste von Lebenszeit. Wieso macht man sowas? Entspann dich doch einfach. Wieso lässt du den negativen Gedanken gewinnen? Okay, krass. Und was hat dir das jetzt gebracht? Was erwartest du jetzt? Denkst du jetzt, die Fluggesellschaft kommt zu dir hin und sagt, oh, die Dame, ja, wir sehen, ja, sie sind sehr beunruhigt über den Platz am Fenster. Wir lassen sie jetzt umsonst fliegen in unserem Privatjet. Nein, das wird nicht passieren. Sie darf wahrscheinlich gar nicht fliegen, plus bekommt eine Anzeige, plus eine Geldstrafe, plus das Video ist im Internet, plus das Video ist irgendwann bei mir gelandet und ich darf mich noch über sie lustig machen. Also auf alles davor kann man sch***en. Aber wenn du bei mir in dem Video landest und ich mache mich über dich lustig, ja, das ist echt, das ist das tiefste Niveau, auf das du fallen kannst. Billiger! Schnappt nur heute zu und ihr spart genau einen Cent. Original ich auf dem Weg zum Lidl nach dieser Information. An alle, die noch zu Hause bei den Eltern wohnen, genießt diese Zeit, ohne Witz. Ich habe Kulturschock bekommen, als ich das erste Mal alleine Wäsche waschen musste oder einkaufen oder kochen. Ich struggle bis heute noch. Was laber ich? Ich kann überhaupt nichts. Ich bestell Essen jeden Tag. Zum Frühstück, Mittag und Abendessen lasse ich schön den Bré auf dem Fahrrad zu mir kommen, damit er mir mein Essen bringt. Und genau so sah es doch aus, als ich das erste Mal das Geschirr waschen wollte. Ich soll die Spülmaschine anmachen. Ich habe aus Versehen diese, was man in Wäsche reintut, Yo, die Mutter hat jetzt erst gecheckt, wie die Tochter reingeschnitten hat. Einfach Waschpulver benutzt. Meine Mom hätte mich danach zur Adoption freigegeben, hätte ich ihren Geschirrspüler so gef***. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, now what? Oh, he's so happy and settled in there now. He loves. Was ist das für ein Monster? Das ist einfach diese fette Spinne aus Harry Potter. Hätte ich die bei mir in der Wohnung gesehen, gäbe es nur eine Lösung. Alter, die Spinne hat Uno Reverse-Karte gemacht. Wie krass hat die sich da rausgekämpft? Die armen Mädchen haben danach Panikattacke geschoben. Alle nur so. Ich will nicht wissen, was in dem Zimmer danach noch abging. Spinne 1, Mädchen 0. Come on, come on, yeah, yeah. Das ist echt ehrenlos, Mann. Die wollten doch nur ihren schönen Tag im Cabrio genießen. Die brauchten gar nicht zum Strand fahren, die sind da schon baden gegangen. Wäre ich der Fahrer vom LKW, ich würde kurz abbremsen und dann das gleiche nochmal machen, bis sich der Mustang in ein U-Boot verwandelt. Diese zwei Mädchen hier wollten einen lustigen Snapchat-Filter ausprobieren. Und ihr glaubt nicht, wie dieses Video enden wird. Ich habe kurz gedacht, die Frau sieht wirklich so aus. Ich habe vergessen, dass der Filter noch an war. Und warum erinnert sie mich an diese eine Oma aus diesem einen Film? Ihr wisst schon, wen ich meine. 1:1, see no difference. Wenn du frisch aus einer Beziehung kommst und vergessen hast, wie man mit Mädchen redet. Bro, ich muss nicht mal frisch aus einer Beziehung kommen, um das zu vergessen. In meinem Kopf zu Hause sehe ich mich immer so als big, big Playboy an, aber sobald ich dann wirklich vor einem nicen Mädchen stehe, alle Funktionen in meinem Gehirn schalten aus. Ich verlerne auch zu reden einfach. Aber wir schauen mal, wie es dieser Typ hier meistert. Komm, bewertet ihr. Okay, sag du, komm her. Ja, aber du musst schon in den Augen schauen, weil. Achso, aber ich kann nicht gut betonen, aber ich sage jetzt. Ja, okay. Also, weißt du, was der Unterschied zwischen der Sternschnuppe und dir ist? Nein. Wenn ich eine Sternschnuppe sehe, dann wünsche ich mir was. Und wenn ich dich sehe, ich will eine Schnuppe. Oh. Wow, sehr süß. Und jetzt bist du dran, Bro. Komm schon, sie will dich doch auch. Du kannst quasi nicht verkacken. Bist du Michael? Weil immer, wenn ich sehe, will ich auch die Jackson. Riss Level 9000. Was denkt ihr, hat er sie damit gepult? Also ich würde sagen, er hat mies reingekackt. Aber die eigentlich wichtige Frage ist, wieso ist der Typ neben ihm mitten am Tag draußen eine verdammte Gurke? Wer denkt sich so als Snack heute für unterwegs, ich pull einfach mal diese Gurke aus meiner Tasche und schnabulier die auf? Ganz entspannt.
Tag 1 von Ich baue mein eigenes Haus umsonst. Was hat er damit vor? Ich glaube, er will die Schule so Stück für Stück klauen. Jeden Tag ein was mehr mit nach Hause nehmen. Und in 2 bis 3 Jahren kann er dann zu Hause sein eigenes Klassenzimmer im Garten aufbauen. Geile Idee, Mann. Fällt dir auch gar nicht auf, dass genau bei deinem Tisch der komplette Boden fehlt. Top 10. Cover your farts. Hell no, was für Cover your farts. Geh doch einfach aufs Klo, Mann. Halt doch noch 5 Sekunden zurück, geh raus und furz dann draußen, Mann. Mit so einer Aktion riskierst du wirklich deine komplette Schullaufbahn. Man wird doch gemobbt danach. Nicht gut. Okay, der ging noch durch. Da kann man noch so sagen, yo, der Stuhl hat gequietscht. Ich war das nicht. Willst du mich verarschen? Oh, okay, I have a fart. Cover my fart. Sein Körper hat ja mal ultra das Delay. Der Furz kam einfach 5 Sekunden später. Du hast wirklich reingeschissen. Also, wortwörtlich, reingeschissen. Ist ja unglaublich. Und wisst ihr, was auch unglaublich ist? Ihr werdet mich erst für verrückt halten, aber es ist wahr. Die Freiheitsstatue wurde gesehen, wie sie sich bewegt hat. Oh mein Gott, was? Ja, du hast richtig gehört. Und wie es aussieht, hatten die Verschwörungstheoretiker schon immer recht gehabt, dass die Freiheitsstatue gar keine Statue ist, sondern ein Echsenmensch. Was? Es tut mir leid, ich habe wirklich überlegt, ob ich das ins Video packen soll oder nicht. Kommt, Scheiß drauf. Lass uns einfach weitermachen. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Jordan 4er checkt, ob sie real sind oder nicht. Was das denn, wenn Mama sagt, wir haben Nike Air Jordan zu Hause? Als erstes, dieses Teil sollte direkt hochpoppen, wenn ihr es so runterdrückt. Wenn es nicht macht, dann ist es fake. Dieses Gitter sollte so runtergehen, also so schräg runter und nicht gerade. Und dieses Gitter sollte mit dem Swoosh gehen. Dann, wenn ihr hier die Taubox runterdrückt, sollte es direkt wieder hochkommen und nicht einfach so langsam hochkommen. Dann hier sollte es hinten so rund sein. Da hinten ist alles voll mit Klebeband. Ich weiß ja noch nicht so recht, ob die wirklich original sind. Nein, und nicht einfach gerade runtergehen. Jumpman hier sollte 4 Finger haben. Und hier unten der Jumpman sollte so rausstechen. Was ist das denn für eine Sohle, Mann? Ey, wie kann man so viel Langeweile haben? Aber danke für deine Analyse. Jetzt weiß ich immerhin, woran ich erkenne, dass sie echt sind. Auch starkes Zertifikat. StockX, 100% real. Nice. Wo kann ich diese edlen Treter kaufen? Ich brauch die. Oder einmal in eine Pfütze treten und die sind gefickt. Okay, lasst uns mal kurz vergessen, dass man dafür eine Psychose haben muss, um auf diese Idee zu kommen. Wie kann es sein, dass diese Wiener eine bessere Skincare- und Haarroutine hat als ich? Mann, irgendwas läuft doch falsch in meinem Leben. Boah, hab ich Bock auf diesen Hotdog, Mann, der sieht so lecker aus. Dieser Typ hat auch 100% Amerika-Bettwäsche. Ich habe die perfekte Beschäftigung gefunden, falls ihr Langeweile habt. Ameisen funktionieren so. Eine Ameise findet irgendwo Nahrung oder Materialien, geht dann zurück, um Verstärkung zu holen. Wisst ihr, was ihr jetzt machen könnt? Legt Nahrung irgendwo hin, wartet, bis die erste Ameise es gerochen hat und in dem Moment, wo die Ameise zurückgeht, um Verstärkung zu holen, nehmt ihr die Nahrung einfach wieder weg. Thank you.
Die erste Ameise, die das Volk geholt hat, wird danach einfach vom Volk ausgestoßen und muss alleine weitermachen. 10 von 10 Prank, kann ich nur empfehlen. Und damit, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr im nächsten Leben nicht eine Ameise werden wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.